kurz vor 16 Uhr. Ist das die Höhe? Passt nicht, ja. Sonntag? Ich kann ja mal aussteigen, ob die Höhe passt, aber ich. Oh nein, da vorne, du, da Dennis, passt. Da vorne würde ich. Stopp, ich würde da nicht reinfahren. Das ist aber LKW. Ja, aber das war vielleicht in Träden nicht so wichtig. Aber ich kann gerne aussteigen und mal schauen, ob wir da gut nach durchkommen. Ja, warte mal, ich glaube, das. Du meinst, wir merken schon, wenn es oben zieht? Sie rechts ab. Ja, das passt schon noch. Schaut alles sehr klein aus. Ja, das ist das Ding. Das da passt. Oh, mein Mützen verloren. Scheiße. Und Warnblinke schnell an. Warte mal kurz, Warnblinke muss ich auch mal rein. Ja, schaut mal aus dem Fenster und verliere die Mütze. Und wie schaut's, hast du mal einen Blick nach oben geworfen? Passt gut, also weiter. Ja, okay. Die lassen sich nicht aufhalten von uns. Da waren wir jetzt 2 Wochen und 2 Tage in der St. Charles Marina. Hätten wir auch nicht gedacht. Niemals. Schau langsam mal, die Kabel Speedbreaker. Hängen jetzt ganz tief hier, aber die müssten passen. Ja, wir fahren mit einem LKW-Navi. Mit 3,65 Meter Höhe. Das ist so ein Ding. Oh Mann, ist es eng. Schaut aber trotzdem immer eng aus, ne? Es ist eng. Es ist verdammt eng. Also auf dem Gehsteig hier fahren. Achtung, da ist der Balkon. Ja. Da. Du schaust rechts? Ja, ich kann aber auch aussteigen. Du schaust rechts? Ich schaue rechts. Rechts ist alles gut. Gott, haben wir uns jetzt aber reingelotzt. Mhm. Ja, genau, dass man da auch mal richtig rausschauen jetzt? Kann. Was sagt der Navi? Der will uns jetzt dahinter lotsen. Der Navi ist falsch. Ja, nicht alles glauben, was der Navi sagt. Also, wäre das ein Träumchen? Schön ausholen. Direkt danach biegen Sie rechts ab. Der spinnt der Navi total. Der hat einen Fehler drauf. Lassen wir mal nochmal vielleicht. Navigieren den Navi. Der Blick heute Morgen aus unserem Fenster nach dem Aufbruch von der Marina. Jetzt geht's durch den Sternengucker mal raus an die Luft heute Morgen. Und wir genießen einen wunderschönen Sonnenaufgang in Nordspanien. By the way, es ist 7.30 Uhr. Der Dennis ist auch schon wach, aber der genießt gerade noch den Sonnenaufgang aus dem Bettchen. Ah ja, ist unglaublich. Wir haben einen tollen Spot hier, wo wir stehen und haben den Panorama-Gigantenblick. Das kann man wohl sagen. Hier diese gewaschenen Fliesen. Naja, das ist nichts zum Fressen. Das ist eine Fliese, die wurde hier angespült. Ich schaue mir gerne die verschiedenen Formen an, der Fliesen, der Steine,
der Muscheln. Das hat so was ultra Entspannendes. Hier gibt es auch Muscheln, ne? Da ist eine Muschel. Wir haben wieder einen Hafen gefunden und sind in Valencia angekommen. Sind sie, meine beiden. Dennis baut gerade den Anhänger von Ayachi zusammen. Wir sind hier im Hafen von Valencia und wollen heute mit den E-Bikes unterwegs sein. Der Radweg gesperrt, was auch immer das bedeutet für uns. Nein, das machen wir nicht, das ist auch gesperrt, ich gehe da runter. Rechts abbiegen. Nach 500 Metern rechts abbiegen. Das ist auch gesperrt, ne? Gehen wir jetzt dann doch dann auf, oder was? Machen denn die Leute? Aha. Gut. Ich überhole dich, geh mal rechts rüber. Nach 300 rechts, Metern das war links gerade. Zweite Ausfahrt, versägte Leiberräder. Nein, auf definitiv das richtige rechts. Wow, schau dir mal die Kulisse an. Die Kulisse.
Ja, aber das ist ja ohne dich vorne dran, ist es wegen langweilig. Aber ich finde gerade. Fahren wir mal mit dem Pony außen rum, dann bitte. Da kann man es ja irgendwo hinsetzen, da wäre es doch gut. Also Strom. Das schaut gut aus. Sehr gut. Ich filme gerade. Ich hoffe, das filmt auch. Jetzt hat er mal, warte mal. Jetzt müssen wir uns hinsetzen. Ist der Strom irgendwo? Mach doch mal ein Foto. Warte mal, bleib mal da stehen. Ich mache jetzt ein Foto. Wenn man in Spanien ist, muss man natürlich auch eine Paella essen. Ja, lass uns mal schauen, wie die schmeckt. Die jetzt geht's gestärkt weiter. Ganz schön frisch jetzt, wenn die Sonne weg ist. Ja, ist kühl. Qué guapo tu perro. ¿Se puede tocar? Ay, qué guapo. Qué suave. Qué guapo. Ja, dann halten wir da vorne mal an. Oh, hier ist aber auch schön. Hier. Ja, dann fahren wir da rechts rein. Du kannst das aus, was machen, dann Kopf. Da vorne, ich halte da vorne an im Licht an, dann ist es nicht so kalt. Dann, ja. So schön hier. Ja, jetzt sind wir hier im Zentrum von Valencia. Wunderbar. An diesem das ist Ozeanikum. Es wäre blöd, wenn man nicht weiß, wie es heißt, wo man ist. Warte mal, schau mal, wie es heißt. Na, lauf, Ayachi, lauf. Hast du dich jetzt mal ortskundig gemacht? Ja, Mann, Ozeanografik heißt das Ding. Das besuchen wir morgen mal. Ja, da müssen wir nur schauen, wo wir unser Fahrzeug abstellen können. Ja, werden wir schon einen Parkplatz finden. Bestimmt. Aber hier ist es sehr, ja, außergewöhnlich. Ah, tolle Farben, auch tolles Licht hier. Ja, hi, wir sind jetzt gerade im Ozeanografik in Valencia. Das ist ein mega Aquarium. Da kann man also alle Fische sehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Die Fahrt geht weiter. Wir waren jetzt im Ozeanicum heute ein paar Stunden. Das war sehr schön, sehr interessant. Haben da auch gefilmt und fotografiert. Und nun verlassen wir Valencia. Wir fahren jetzt zu der Finca unseres Freundes Peter. Von der Abenteuer Allrad, der Gründer, der uns eingeladen hat. Und hier ist das Ozeanografik. Da ist es. Und da schon mal raus, rechts. Wow!
Also Valencia war sehr, sehr schön. Ja. Wir haben nicht sehr viel gesehen, aber das, was wir gesehen haben, hat uns gefallen. Absolut. Tolle Stadt zum Besichtigen. Echt sauber und viele Parks. Freundliche Leute. Man kann ja Tapas essen in kleinen Restaurants. Es gibt eine geile Innenstadt. Also, aber klar, es ist ja auch eine Welttouristenstadt. Nicht umsonst. Mit ihren Roller flitzen sie recht schnell rum, ne? Da sind wir gestern mit den E-Bikes gefahren. Hat viel Freude bereitet bei traumhaftem Wetter und Licht. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, raus. Bei der zweiten hast du gesagt. Wir müssen noch weiter, wir müssen dahinter. Dahinter.